So, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir sind eigentlich gerade dabei, so ziemlich die Karten aufzuräumen. Ich würde jetzt gerne die überfluteten Tunnel Teil 2 machen, aber ich finde sie nicht. Naja, egal. Dann machen wir doch... Ach. Machen wir die uralte Begräbnisstätte. Es geht bloß noch darum, hier endlich da oben hinzukommen und... dieses Dingens zu finden, des Kirchens und... blub. Und da wir da ja relativ gut aufgeräumt haben und eigentlich bloß noch diesen Geschützturm besiegen müssen. Nein, warte mal, den Geschützturm haben wir doch schon besiegt, oder? Nein, den haben wir noch nicht besiegt, aber wir haben ihn ziemlich gut runtergebracht. Ja, Gegner, Gegner. Kirsche und Granaten kommt mir doch da gerade sehr gelegen. Vor allem, wenn ich an diesen Geschützturm denke. So, wir machen da jetzt keine großen Spielchen und keine Mätzchen und... nein, ich werde dich jetzt nicht besiegen, denn die Granaten, die finde ich sympathisch. So, diese Pfeile, Fallen, Dönse haben wir alle ausgeschalten. Das heißt, wir können da jetzt einfach problemlos durchschwimmen. Müssen bloß noch da hoch die Granaten werfen. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon. Tadam. Das war die Geschichte, war ziemlich einfach. Könnte von mir aus immer so einfach sein. Und gutes. Ausgezeichnet. So, ja, ich bin gerade etwas abwesend. Die Eishöhlen möchte ich vielleicht erst später machen. Dann gucken wir doch mal, was wir da machen sollen. Da sollen wir noch ein paar LRTS-Teile finden. Die gab es vorher nicht. So. Ist mir jetzt auch egal. Hier soll ich noch ein paar Mias retten. Und noch ein paar Long Range Teleporter System Teile finden. Uralte Begräbnisstätte Teil 3. Die würde ich sagen, klar, fangen wir mal an. So. Wir fackeln jetzt gar nicht lange. Wir legen einfach gleich direkt los. Den ersten Mia haben wir schon, das ist sehr schön. Skulls, okay. Da unten ist schon wieder so ein Teil. Den haben wir vorher nicht gekriegt, weil wir da einfach den Dinger noch nicht hatten. Da ist dieses Teil. Ja, Schnauze. So. Und wir haben Kirschen und dieses Ding und wir haben einen Checkpoint erreicht. Das finde ich schön. So, wo gibt's denn noch? Da unten nach rechts. Wie viele Mias brauche ich noch? 4. Ui. Nicht wenig. Naja. Bam. Bam. Da haben wir schon mal einen. So, Dille. Jetzle. I. So, ich bin schon wieder in die Lava gehüpft. Heldenhaft wie ich bin.
Ach, Jungs. Oh, da sind zwei. Bam. Walker. Texas Ranger. Bridge. Nein, kann ich mich nicht erinnern. So, und dann geht's da runter. Da sind dann wahrscheinlich auch noch zwei Mias. Na, komm, komm, trau dich, Feigling. Naja, eigentlich nicht, eigentlich bin ich der Feigling. Allerdings nennt man das in meinem Fall nicht feige, sondern Vorsicht. Das ist doch klar. Denn sonst passiert sowas. Und das ist selten gut für die Gesundheit. Gut. Das heißt, ich hüpfe jetzt da irgendwie runter. Ah je. Na, will ich eigentlich gar nicht. Ja, mach ich. Jo, das war auch gut. Ah je. Aber halb so wild. Denn... Bam. So, wo sind die nächsten? Da sind die. Obstacle reset. So, ich komme da jetzt aber nicht runter, weil... Das bedeutet doch, ich muss hier irgendwas ausschalten. Sehr schön. Gefällt mir doch gut. Oh ja, so kann man es auch machen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Das klingt auch gut. Und dann sind wir da durch. Ich dachte, die konnte ich ausschalten. So, und da sind wir einfach nicht hochgekommen. Das ist das Einzige. Ja, ist das Einzige. Das heißt, diese Karte haben wir jetzt auch geschafft. Finde ich doch schon mal schön. Haben 3:30 gebraucht. Auf Wiedersehen. Da wollen wir jetzt gar nicht lange fackeln. Wir machen jetzt einfach sukzessive alle Karten. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, was soll das? Machen wir die überfluteten Tunnel Teil 3. Was brauche ich hier noch? Noch ein Mia. Das sollte ja jetzt nicht allzu problematisch sein. Ein Mia. So. Wo ist der? Oben links. Ach, das war der. Gerade fällt es mir wieder ein. Natürlich. Der. Genau, der. So, von wegen Booby-Trapped und so. Hallo? Euch geht's gut? Wo ich zwar ausgeschalten habe, aber einfach nicht mehr hingekommen bin rechtzeitig. Gut. Das war einfach, glaube ich. Gut, 40 Sekunden. Ja, könnte alle so gehen, ne? Ja, wir raschen da jetzt einfach mal ein bisschen durch, weil wir wollen ja eigentlich im Spiel weitergehen. Wir wollen ja gar nicht wirklich hier ewig die Geschichten machen.
Ich bin jetzt trotzdem mal so frei. Und fummel ein bisschen am Mikrofon rum. Es tut mir jetzt furchtbar leid, aber manchmal ist es einfach unangenehm. Also, auch das tut mir jetzt furchtbar leid und wir gehen jetzt zu der uralten Begräbnisstätte Teil 1. Und dort gibt es noch 6 Mias zu retten, das schaffen wir vielleicht in der Zeit, die uns noch bleibt, wenn nicht, dann halt nicht, ne? Dann 6 Mias retten. Dann strengen wir uns mal an. So. Also da raus. Ah, ist die alte Begräbnisstätte Teil 1. So kompliziert wird es nicht werden. Hoffe ich. So, wo sagt denn der? Ist ein Mia? Da ist ein Mia. Allerdings bin ich der Meinung, ich brauche dafür fast dieses blaue Dingens da oben. Kirschen? Nein. Ja, eigentlich habe ich Kirschen auch noch nicht so wirklich nötig, aber ich würde nur einfach ungern ungern. So, wo geht's weiter? Da drüben. Jo. Ist sehr gut. Genau. Ich würde nur ungern plötzlich vor einem Mia stehen und dann noch trotzdem dieses blaue Ding holen müssen. Das haben wir jetzt gut hingekriegt. Und zu sehr gestorben sind wir jetzt auch wieder nicht. Und mit dem Maschinengewehr passt es auch. Und darüber. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ah, doch, es stimmt. Die ersten hier haben wir. George haben wir gerettet. Das ist doch schön für George. So, Adele. Autsch. Natürlich voll reingelaufen. Du bist wieder ein Pfosten, ey. Das gibt's gar nicht. Okay, dann gucken wir doch wieder auf die Karte. Rechts unten. Vermutlich auch einfach nur rechts. Tja, meinte ich doch so ungefähr. Goyle gerettet und tschau. Ko, wie auch immer. Okay, keine Ahnung von wo das ist. Bin ich vielleicht einfach zu jung oder zu alt oder beides? Dann speeden wir doch mal darüber, um festzustellen, dass da offensichtlich nichts ist. Okay, der eine ist links unten von mir jetzt. So, was gibt's da? Da ist einer, genau. Ich würde sogar sagen, wir sind jetzt sogar fast schon wieder durch. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall eine Überlinge. Ja. Schließen die Karte ab. Und sind dann glücklich, weil wir brauchen noch 2. Machen wir halt. Das ist jetzt keine große Sache. Das ist eine große Sache. Aber okay, sei es drum. Fletz mal halt so rüber. So, wo geht's hin? Runter geht's. Na, dann machen wir das doch. Wow. Ja.
Also offensichtlich, ne? Aber gut. Ja, da sind sie ja schon ausgezeichnet. Also nichts Magisches. Zack. Und gibt's da unten? Ja, da kann ich mich einfach fallen lassen. Bam. Zack. Zack. Hüpf. Wah. Ah. Okay. Eine Runde fliegen. Für Anfänger. Bam. Bam. Du bist gerettet. Ja, Cherry ist aber egal. Und das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, was auch immer ihr tut. Habt viel Spaß dabei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Metal Blob Solid.